Du möchtest dich selbstständig machen und Fördermittel beantragen oder ein neues Vorhaben starten, das finanzieren? Nun, in allen Fällen will in der Regel die Bank oder der Investor von dir einen Businessplan haben. Die Frage ist nur, wie lange dauert das und welche Fehler solltest du dabei vermeiden, um nicht unnötig mehr Zeit zu brauchen? Denn Zeit ist Geld, gerade wenn du standortgebundenes Unternehmen hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr helfen wir mehreren hundert Menschen dabei, Unternehmen zu starten und fast alle brauchen einen Businessplan. Und daher haben wir über die letzten Jahre und jetzt schon fast 20 Jahre viel Erfahrung gesammelt, die wir dir heute gerne weitergeben. Das Wichtigste, was du beim Businessplan wissen solltest, ist, dass du kein Buch einfach runterschreibst, also eine Story von A, B und C mit Beginn, Hauptteil und Schluss, sondern der Businessplan ist zusammengesetzt aus mehreren Modulen, aus mehreren Abschnitten. Und ich lade dich ein, vielleicht alle Abschnitte schon mal gleichzeitig zu beginnen und gerade die wichtigen, die die meisten nach hinten stellen, gleich am Anfang nach vorne zu stellen und heute damit anzufangen. Der größte Zeitkiller bei der Fertigung deines Businessplans kann Product Market Fit sein. Das heißt, du musst dem Leser darstellen, abbilden, argumentieren, beweisen, dass der Kunde, der Markt überhaupt dein Produkt haben will. Wenn du beispielsweise mit einem Online-Shop bei Amazon oder anderen Marktplätzen einsteigen willst, vielleicht eine neue eigene Marke entwickeln willst mit neuen eigenen Produkten, nun, dann hast du keine Vergangenheit, mit der du beweisen kannst, dass der Markt deine Produkte will. Das bedeutet, du musst sehr aufwendig eine Marktanalyse machen, eine Wettbewerbsanalyse, das dokumentieren, vielleicht mit Prototypen oder Umfragen starten, um Zahlen abzubilden, die dann deine Umsatzhochlaufphase später auch beweisen. Der zweite große Zeitkiller ist, dass viele Businessplanschreiber zu spät anfangen mit dem Finanzplan. Denn wenn du erst den Text schreibst, also 80% deines Businessplan-Teiltext fertig hast, dann den Finanzplan machst, um dann festzustellen, dass sich dein Geschäftsmodell gar nicht rechnet, nur dann hast du 80% deiner Zeit zum Fenster rausgeschmissen. Deshalb beginn als erstes mit dem Finanzplan und mach diesen Finanzplan über 36 Monate mindestens 95% zu Ende, sodass du sehen kannst, ob die Preise, die du erzielen musst am Markt, dass die überhaupt deine Kosten decken oder umgekehrt, dass wenn deine Preise so hoch sind, dass du die entsprechenden Gewinne und Tilgungsdienst und Steuerndienst, wenn du das alles bezahlen und decken willst, dass die Preise dann am Markt noch wettbewerbsfähig sind. Wenn du das nicht gemacht hast, nun, dann verlierst du viel Zeit bei 80% der Textfertigung und musst alles hinterher nochmal schreiben, wenn du deinen Finanzplan und dein Geschäftsmodell verändert hast. Der dritte große Zeitfresser bei der Fertigung deines Businessplans ist die Beschreibung des Teams. Und nicht deshalb, weil du dich nicht kennst, sondern deshalb, weil dein Team unvollständig ist. Wenn du ein Restaurant gründen willst und du hast keine Kochausbildung und keine Restaurantfachausbildung, dann wird die Bank deinen dein Businessplan ablehnen. Das bedeutet also, achte von Anfang an darauf, dass du alle wesentlichen Kompetenzen in deinem Team hast. Die kommunikativen Kompetenzen und Marketingkompetenzen genauso wie die finanz- und kaufmännischen Kompetenzen. Du brauchst auch Menschen für die Umsetzung, du brauchst Menschen für die Verwaltung, für die Buchhaltung. Und dieses Team muss vollständig sein und dann auch vollständig beschrieben. Ansonsten hast du alles fertig, gibst es zur Bank und die Bank sagt, oh, sie wollen Kosmetik herstellen und haben keine Ahnung im Bereich Chemie oder keine Ausbildung im Bereich Kosmetik. Dann suchen sie sich jemand, der das hat. Genauso wie der Restaurantgründer sich einen Koch suchen musste und den mit Vertrag einstellen. Der vierte große Zeitkiller beim Businessplan schreiben ist deine Positionierung. Du hast eine klare Vorstellung von deinem Produkt, von deinem Standort oder von der Dienstleistung. Aber alleine deine Begeisterung für dein Produkt wird die Bank, den Leser, den Investor nicht überzeugen, dass du auch eine große Chance hast, am Markt erfolgreich zu werden. Das, was der Leser sich von dir erhofft, ist deine Positionierung zu finden. Also genau zu wissen, was macht dich anders, was macht dich besonders, was macht dich spannend. Also was ist dein Nutzenversprechen? Und wie grenzt sich dein Nutzenversprechen ab von deinen Mitbewerbern? Was sind deine Alleinstellungsmerkmale, deine Abgrenzungsmerkmale, deine Unique Selling Proposition, also dein Verkaufsversprechen, was so kein anderer hat? Der vierte große Zeitkiller bei der Fertigung deines Businessplans ist, dass du viel zu spät damit anfängst, dir tatsächliche, echte Kostenvoranschläge einzuholen. Denn die Banken und die Fördermittelgeber und auch die Investoren wollen natürlich auch wissen, wofür du auch das Geld ausgibst. Und das bedeutet, dass wenn du eine Bewilligung für eine Finanzierung bekommst, für einen Fördermittelkredit beispielsweise, dass du vorher
auf netto, auf der Kommastelle genau, ein Angebot auch abgeben musst. Denn wenn du das Geld danach bekommst, wird hinterher von dir verlangt, noch spätestens 6 bis 9 Monaten nachzuweisen, dass du auch genau dafür das Geld ausgegeben hast. Das heißt, deine Kostenvoranschläge, die du einreichst bei der Antragstellung, werden nachher verglichen mit den Rechnungen, die du beglichen hast. Weicht es ab, musst du das Geld zurückbezahlen. Und wenn du jetzt einen Businessplan fertig hast und du fängst dann erst mit Handwerkern, mit Architekten vielleicht zu sprechen, für Umbauarbeiten Kostenvoranschläge reinzuholen und dir aufwendige Angebote geben lässt von Marketingagenturen, wie lange dein Marktauftritt dauern wird, nun, dann verlierst du wieder Zeit ganz zum Schluss. Und der letzte Punkt, der auch mit am längsten dauern kann, sind die Unterlagen von dir als natürliche Person und von deinem Unternehmen, wenn es schon besteht. Stell dir einfach mal vor, du hast den Businessplan fertig geschrieben, die Finanzpläne, die Marktpositionierung, alles fertig, hast alle Unterlagen fertig, das Team super beschrieben, sitzt dann bei der Hausbank und du hast sogar einen positiven Termin bei der Hausbank. Selbst die Förderbank würde zusagen, wenn du endlich deinen letzten Jahresabschluss vom Finanzamt vorlegst. Und wenn du dann erst anfängst, die Belege zusammenzusuchen, wenn du dann erst zu einem Steuerberater gehst, der vielleicht die Buchung vornimmt und den Abschluss fertig machst, nun, das kann zwischen 1 bis 12 Monate dauern. Und ich habe schon einige Gründer, Unternehmer dabei begleitet, genau in dieser Phase einen Antrag zu stellen. Und ich habe ihm gefragt, ist der Jahresabschluss vom Vorjahr fertig? Und er meinte, ja. Und schließlich soll das bei der Bank vorlegen. Und er war nicht fertig. Dann hatte er eine fertige Kreditzusage mit der Bedingung, dass das Geld erst ausbezahlt wird, wenn der Vorjahresabschluss abgegeben wird. Zusammengefasst kann also die Fertigung des Businessplans zwischen 2 und 12 Monaten dauern. Die Entscheidung liegt also bei dir, wie du die Fertigungsphase gestaltest. Ob du eins nach dem anderen machst oder ob du weise bist und mit denen, die am längsten dauern können, zuerst beginnst. Wenn du also ein Zieldatum hast, wo du alles fertig haben willst, dann fang heute mit den längsten Projekten an und am besten arbeitest du an allen parallel. Dann hast du zu einem Zielpunkt alles fertig und wenn du einen Standort hast, dann hast du alle wichtigen Unterlagen und Details und Informationen zusammen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dir vielleicht Berater an der Seite wünscht, die den Prozess optimieren, dass hinten nichts fehlt und sogar ein Template haben willst, wo fast alles schon vorgegeben ist und in der richtigen Reihenfolge, sodass die Bank dann noch begeistert deine Unterlagen liest, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Berater helfen dir bundesweit dabei, den Businessplan zu erstellen, den Finanzplan zu erstellen, alles bankfertig zu machen und in einem kleinen Bank-Assessment-Gespräch dich auch darauf vorzubereiten, wie du optimal den Pitch auch präsentierst. Ich lade dich ein, das Video jetzt mit Daumen hoch zu bewerten, wenn es dir gefallen hat, den Kanal zu abonnieren und es weiter zu empfehlen. Und beginn heute mit deinem Businessplan und zwar mit den längsten Projekten als erstes. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.